Hallo und herzlich willkommen, die Freunde, zu einer wundervollen neuen Folge der Experimentierrunde und gleichzeitig natürlich auch zu einem wundervollen neuen Hearthstone-Video. Wie ihr wisst, befinde ich mich momentan auf einem sehr, sehr hohen Rang. Ich bin gerade Diamond 3 mit einem Stern, wurde leider von Diamond 2 mit 3 Sternen wieder runtergehauen von verschiedenen Decks. Meistens waren es Priester, aber ist okay, passiert leider nun mal. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier ein Deck jetzt für euch, das meiner Meinung nach mich vielleicht wieder ein bisschen nach oben pushen könnte. Dieses Deck ist seit den Nerfs aufgekommen, sowie ein, zwei weitere Decks, die wir uns im Laufe der Woche oder im Laufe der nächsten Woche auch noch etwas genauer angucken werden, je nachdem, wie es tatsächlich dann mit dem Arbeiten passt. Nichtsdestotrotz wollte ich es euch auf jeden Fall zeigen. Meiner Meinung nach ist diese drei Decks nicht gerade erst aufgekommen, weil die anderen Decks genervt worden sind, sondern einfach, weil sie noch gar nicht richtig getestet worden sind, weil jede die anderen Decks gespielt hat. Und dabei handelt es sich um einen Facehunter. Dieser Facehunter ist vor allen Dingen dafür da, wie der Name schon sagt, ins gegnerische Face zu rennen. Dafür ist der Jäger eigentlich prädestiniert, denn seine Hero Ability ist schieße 2 Schaden ins gegnerische Gesicht. Unglaublich stark, also er ist so ein bisschen das Äquivalent zum Spell Damage Schamane, möchte ich jetzt mal ganz dreist sagen, weil dieses 2 Damage für 2 Mana ins Gesicht schießen ist unglaublich gut und man braucht dafür keinen Refill. Auch wenn dieses Deck einen sehr, sehr guten Refill bekommen hat durch Verocious Reader. Lass uns aber mal oben anfangen. Dieses Deck hat insgesamt hier 5 One-Drops oder besser gesagt 10 One-Drops schlussendlich. Adorable Infestation, Dwarven Sharpshooter, Interpret, Initiate, Tourguide und Wolpertinger. Alles wunderschöne Karten, die wir unbedingt auch im Early Game auf der Hand haben wollen oder alternativ dazu einen Facestalker wie auch Scavenger's Ingenuity. Diese Karten sind so eure Main Draws oder eure Main Mulligan Cards, für die ihr suchen müsst, um wirklich gut ins Early Game durchzustarten. Facestalker, natürlich eine unglaublich starke Karte, 2 Mana, 2-3, wenn ihr eure Hero Ability aktiviert, was ihr sehr, sehr gut mit dem Tourguide machen könnt, was ihr sehr, sehr gut auf Turn 4 machen könnt, um zusätzlich 2 Mana zu sparen, 2 Schaden zu schießen und meiner Meinung nach mit die besten Secrets im Game fast schon rauszuziehen. Freezing Trap, wie inzwischen auch Pressure Plate. Ich habe am Anfang immer so gedacht, hey, Pressure Plate ist doch actually eigentlich gar keine so geile Karte. Muss aber tatsächlich meine Meinung ändern, dadurch, dass wir sehr, sehr viele Summoning Spells inzwischen haben, wie zum Beispiel Librem of Hope oder alternativ hier, fällt die andere Karte vom Druiden gerade nicht ein, die 2 Minions aus seinem Deck summont, ist es einfach unglaublich stark. Der Spell wird gecastet, er wird durchgeführt, Pressure Plate wird aktiviert, das Minion wird instant wieder getötet. Super bombastische Sache, dann zahlt der Gegner, zum Beispiel der Paladin, der das Librem of Hope rausgespielt hat, einfach mal easygoing 7 Mana für 8 Leben und nichts weiter. Richtig, richtig gut. So, gehen wir aber mal weiter. Wie gesagt, der Reader für Card Draw. Wir haben Animal Companion hier mit am Start, einfach weil er uns Hafer geben kann. Hafer ist ein unglaublich starker Minion 4-2 oder auch alternativ in ganz spezifischen Situationen, wo wir ein Riesenboard haben. Leog, Misha auch sehr, sehr stark. Gerade gegen andere Agro-Decks können wir da viel handeln. Eaglehornbow, unglaublich starke Karte, ist eine Waffe für 3, die meistens 3-mal für 3 zuschlagen kann. Dadurch, dass wir sehr, sehr viele Secrets spielen, den Facestalker hier im Deck haben und der Gegner eigentlich ziemlich safe eins unserer Secrets aktiviert, können wir das relativ gut timen und der Eagle Hornbow hittet dann insgesamt für 9. Also wenn wir es ganz hoch rechnen auf 2 Eagle Hornbows, sind das 18 Schaden. Double Kill Command, wir haben sehr, sehr viele Biester in unserem Deck, entweder Wolpertinger, wir haben hier unseren Facestalker, alternativ dazu Hyena oder Unleash the Hounds. Diese Kombination kann man natürlich sehr, sehr gut nutzen, um ein bisschen das Board zu clearen. Auch hier Kill Command, Unleash the Hounds, um irgendwelche Minions zu töten. Dragonbane, unglaublich starkes Damage-Tool, wenn der Gegner keine Karten mehr auf dem Board hat, keine Minions mehr im Spiel hat, spielen wir Dragonbane raus, Hero-Ability dazu, schießen dem Gegner 7 Schaden und haben damit relativ viel erstmal angerichtet und schlussendlich den Hyena Alpha, wie ich schon davon gesprochen habe, eine sehr, sehr gute Karte zusammen mit Scavenger's Ingenuity, einfach weil wir sie in einem Follow-Up-Turn relativ gut rausspielen können. Wenn ihr euch überlegt, Turn 2 Scavengers, Turn 3 irgendeine Trap, Turn 4 kommt dann die Hyena raus, die durch Scavengers Ingenuity ein 5-5er ist, der auch noch 2-2-2er sammelt. Das ist unglaublich stark. Und damit hätte ich mal gesagt, liebe Leute, lasst uns doch einfach mal schauen,
wie dieses Deck hier funktioniert. Ich habe jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit kein Hearthstone mehr gespielt, aber ich habe leider auch nicht wirklich Zeit, großartig mich einzuspielen oder sowas. Deswegen tut es mir hier ganz, ganz fett leid, dass ich vielleicht ein paar Misplays machen werde. Ich bin absolut nicht der Agro-Spieler, aber dieses Deck geht gerade einfach so ab, dass ich mir gedacht habe, hey Leute, das muss ich euch doch eigentlich vorstellen. Also das ist ja wohl, das ist meiner Meinung nach ein safe Play, wenn ihr gerade irgendwie ranken wollt. Ich würde mal sagen, in den Lower Ranks ist es tatsächlich ein bisschen stärker, aber hier im relativ hohen Rang ist es auch noch definitiv okay-ish, möchte ich mal sagen. Wir haben ja hier natürlich auch mit dem Warrior eine sehr, sehr gute Recruit-Sache mit am Start. Er skippt seinen Turn, das ist sehr, sehr gut für mich. Dann kann ich nämlich gehen hier für Wulpertinger. Er bringt mir den zweiten Wulpertinger raus. Das ist so der Alley Cat Effekt, den ihr sicherlich noch kennt. Alley Cat war ja auch eine super, super starke Karte in der damaligen Zeit, als sie noch nicht genervt war, was sie jetzt inzwischen ist, was mich sehr, sehr deprimiert tatsächlich, weil Wulpertinger meiner Meinung nach sogar noch eine bessere Karte ist. Aber naja, so ist es nun mal. Lasst uns einfach mal schauen, wie unser Gegner hier dagegen vorgeht. Wir haben eigentlich die perfekte Curve. Scavengers kommt rein. Ja, obwohl, wir gehen hier doch tatsächlich lieber auf das Secret, die Freezing Trap. Im nächsten Zug können wir dann den Hyena-Alpha rauscoinen und ich denke tatsächlich, dass unser Gegner hier ein Bombenkrieger sein wird, der sich jetzt hier seine Waffe rauszieht. Oh, das könnte ein bisschen problematisch werden. Er hat aber Gott sei Dank nicht den Coin, deswegen gehen wir hier Coin, Hyäne. Jetzt kommt es halt drauf an, Leute. Es gibt diesen 4-Drop, diese 4-Drop-Waffe, die er tatsächlich direkt rausspielen könnte, aber nicht aktivieren. Die kostet nämlich, wie gesagt, 4 Mana. Falls aber einen Spell hätte, der 0 kostet, um sie zu aktivieren, was ich jetzt eher weniger glaube, weil der Warrior spielt eher seltener diese Waffe. Okay, er hat sich hier einen Range Calibur rausgezogen, es ist also tatsächlich ein Bomb Warrior. Ist es actually ziemlich fine. Wir können im nächsten Zug hier für Scavengers gehen, wir können eine Pressure Plate rausziehen für Anti-Summoning oder alternativ ziehen wir hier mit einer Pressure Plate raus. Es tut mir leid, dass das Spiel gerade so laut ist, falls es für euch so laut ist, aber für mich ist es unglaublich laut. Es ist mir gerade eben erst aufgefallen, dass ich hier mein Headset vorhin für Valorant ein bisschen umgestellt habe. Jetzt gucken wir mal, wie er dagegen vorgeht. Sehr, sehr großes Board. Ich meine, er hat Doppel Warpath. Ne, nicht Warpath. Wie heißt es nochmal hier? Bladestorm oder sowas hier im Deck. Er spielt Kargath. Okay, das ist in Ordnung. Damit kann er sehr, sehr gut traden. Aber nein, tust du leider in diesem Zug nicht. Denn wir hatten die Freezing Trap am Start. Heißt also, er muss mit seiner Waffe hier rein traden. Sehr, sehr teuer. Muss man einfach sagen. Und wir können jetzt hoffentlich ein gutes Follow-up bringen. Natürlich wäre jetzt hier an dieser Stelle die Waffe sehr, sehr nützlich gewesen. Wir nutzen sie halt jetzt. Wir haben noch eine zweite Ding raus. Hier spielen nochmal Scavengers. Kriegen den Wulpertinger. Das sind zwei, drei Dreier, die wir hier rausziehen können. Hitten ihn jetzt hier face. Er ist auf insgesamt nur noch 12 Leben. Kann aber jetzt hier im Laufe der Züge im nächsten Zug theoretisch den Summoning machen, falls er diese Karte spielt. Könnte sehr, sehr gut sein. Dieses Deck macht das manchmal. Ist okayisch. Whirlwind ist auch okayisch. Pressure Blade tötet ihn. Wir kriegen hier einen Buff drauf. Er hittet mich face. Und damit haben wir drei Bomben in unserem Deck drin. Und das ist actually ziemlich okay, möchte ich einfach mal sagen. Leider kein Secret mehr. Wir müssen mal gucken, dass wir da irgendwie noch was rausbekommen. Da ist nochmal ein Scavengers. Das ist sehr, sehr nice. Können wir direkt spielen. Komm, gib mir mal bitte den Face Stalker hier. Sehr gut. Ich hätte noch einen Alpha Hyena gehabt. Jetzt ist die große Frage, möchte ich diese den hier direkt nutzen für eine Freezing Trap? Ich hätte mal gesagt, ehrlich, nein, wollen wir an dieser Stelle nicht. Oder wollen wir? Das ist jetzt halt super schwierig, weil er halt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ah ja, wir machen es einfach so, komm. Es kann sehr, sehr gut sein, dass sie jetzt hier für den Warpath, ich sag immer Warpath, für den Bladestorm gehen kann. Das ist für mich eigentlich eine sehr, sehr äquivalente Karte, muss man halt ganz ehrlich mal sagen. Dieses Warpath kostet halt deutlich mehr, um den großen Minion zu töten, war deswegen meiner Meinung nach auch ein bisschen besser gebalanced, in Anführungszeichen. Okay, er kriegt jetzt eine Karte, die hier +4/+4 hier gebufft wurde in gewisser Hinsicht. Wir gehen für die Pressure Plate, gehen für den 3-3er Wulpertinger, gehen für den Voracious Reader, Hero Ability, hitten. Er hat nur noch 8 Leben. Wir müssen End Turn drücken.
ziehen hier Dragonbane. Das ist eine unglaublich starke Karte, die sehr, sehr viel Schaden machen kann. Sobald er einen Spell rausspielt, triggert halt mein Pressure Plate, solange kein Minion draußen liegt. Triggert Pressure Plate logischerweise nicht, was sehr, sehr gut ist, meiner Meinung nach. Es bleibt also noch übrig. Ja, leider der schwächste Minion, kann man aber nicht so wirklich viel machen. Er spielt, für mich ins Lethal hinein, denn ich habe hier ein Dragonsbane auf dem Spielfeld jetzt liegen. Plus die Hero Ability ist leider well played, weil 5 Damage noch zusätzlich hier face geschossen werden. Und wir machen den Hit und haben einen Galakrond Bomb Warrior einfach mal besiegt. Meiner Meinung nach ist das eines der starken Decks, wo man wirklich sagen kann, hey, es ist eigentlich on Meta sogar über noch meinem Face Hunter, aber trotzdem merkt ihr halt einfach, dass ihr extreme Pressure mit diesem Deck aufbauen könnt. Natürlich muss man hier ein bisschen smart spielen. Das ist nicht einfach so, dass ihr sagen könnt, hey, ich hau jetzt einfach mal wild irgendwelche Karten um mich. Man sollte wirklich versuchen, auch teilweise Kombos rauszubringen. Facestalker plus Tourguide ist zum Beispiel super genial. Wenn ihr Turn 1 Tourguide spielen könnt, Turn 2 Facestalker, könnt ihr die Hero Ability kostenlos rausspielen im nächsten Zug. Ist eine bombastische Sache. Wenn ihr dann noch eine Adorable Infestation habt, so wie ich jetzt lustigerweise, können wir halt absolut insane gehen. Leider wird es hier nicht so ganz funktionieren. Ich glaube tatsächlich, ich behalte sie trotzdem, weil mein Plan ist es jetzt hier Tourguide auf 1, dann Facestalker, dann Infestation. Wir gehen für den Tourguide, machen Endturn, haben dann für den nächsten Zug Facestalker relativ gut im Play. Größtes Problem ist logischerweise, wenn er jetzt hier den Stealth herauszieht, deswegen wollte ich die Adorable Infestation hier schon mit direkt am Start haben, um sie zu triggern. Mal gucken, vielleicht haben wir das Glück und kriegen eine Freezing Trap hier raus an dieser Stelle. Ja, wir haben das Glück, das ist sehr, sehr gut, weil dann attackt er nämlich hier an dieser Stelle, benutzt meistens hier kein Coin für den Charger, der dann zurückgebounced werden würde und 5 kostet, was wir eigentlich nicht wollen. Oder kostet er dann 5? Ich bin mir gar nicht sicher. Er kostet 2 mehr. Das heißt also, das ist hier meistens eigentlich so ein relativ gute Play für uns hier, das die Freezing Trap rauszuziehen, gerade gegen dieses Deck. Er spielt auch sehr, sehr viele Spells, muss man sagen. Dieser Secret Stealth, oder besser gesagt Stealth Passage Rogue. Heißt es Passage? Das ist die Secret Passage, gell? Oder ist es die Magic Card? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich verwechsel das immer. Nein, das ist halt relativ cool für mich. Alternativ dazu müsst ihr halt jetzt warten. Vielleicht coint er an der Stelle auch den Card Draw oder sowas. Spielt einfach einen weiteren Dude raus. Aber bis jetzt sehe ich da irgendwie noch keinen Powerplay. Er geht für die Hero Ability. Coint. One Drop? One Drop für den Charge, Leute. Oh mein Gott, und da kommt die Freezing Trap raus. Freezing Trap bounce ihn zurück. Der Tourguide liegt auf dem Board. Er backstabt an dieser Stelle, hittet nicht mehr zu. Oh mein Gott, das war halt. Holy shit, das war ein bisschen bad für ihn, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich jetzt definitiv hier so gehen werde. Wir buffen den hier. Kriegen dann 1-1er Kätzchen hier mit an den Start, nutzen die Hero Ability, rennen hier Face für 3 und wenn ihr jetzt tradet, das war halt Timing, Bad Timing, aber das liegt auch mit daran, weil man den Secret Rogue, sag ich auch die ganze Zeit, ihr merkt, ich bin komplett aus dem Game raus, Leute, eine halbe Woche arbeiten ohne Aufnahme und ich bin komplett einfach aus dem Game raus, das ist halt wirklich schlimm, tut mir echt leid. Der Stealth Rogue hier möchte natürlich so schnell wie möglich Damage rauspacken und meine verwundbaren Minions hier kaputt machen. Ja, das ist natürlich super sad für dich, mein Freund. Aber der Facestalker möchte einfach nicht sterben. Der Facestalker möchte einfach nicht sterben und er surrendert. Das ist halt, er hätte so viel machen können, hätte er einfach hier getradet mit seinem 1-1, aber er hatte keine Lust dazu, Leute. Er hatte halt einfach keine Lust und vor allen Dingen auch keinen Sinn dazu. Das sind so ein bisschen die Plays, wo man auch teilweise natürlich drauf hoffen muss, dass es irgendwie für den Gegner schlechter läuft als für einen selber, dass man da vielleicht den ein oder anderen Stern noch abzwacken kann für sich selbst. Okay, nächstes Game. 2 Stück schon gewonnen. Ihr seht schon, wie gesagt, dieses Deck ist sehr, sehr schnell. Das ist sehr, sehr wild. Das ist sehr, sehr. Ich push dir einfach dein Gesicht weg, wenn du nicht aufpasst. Dadurch, dass es momentan sehr, sehr wenig bis gar kein Heal in der Meta gibt. Das ist unglaublich stark, möchte ich einfach nur mal sagen. Wir haben hier sehr, sehr gute One-Drops wie auch Two-Drops mit Dwarven Sharpshooter und Scavengers. Ziehen hier dummerweise einen Facestalker raus. Ich meine, Facestalker ist nicht immer eine unpraktische Karte. Nur in der Situation würde ich jetzt einfach mal sagen, sie ist der schlechtere Two-Drop als zum Beispiel Scavengers. Problem ist halt jetzt hier an dieser Stelle, warum es jetzt hier natürlich etwas negativ ausfällt, dass ich hier jetzt einen
Scavengers halt auf der Hand habe, einen Facestalker auf der Hand habe, ist, dass ich keinen Scavengers into Facestalker spielen kann. Vielleicht haben wir halt viel Glück und kriegen halt wirklich den Facestalker nochmal raus. Das wäre super nice. Ich gehe hier direkt erstmal für den Dwarven Sharpshooter. Die Sache ist die, der Gegner spielt natürlich Spell Damage oder alternativ, oh Gott, was war's nochmal? Big Minions? Ich glaube, er spielt diesen, naja, er spielt Spell Damage, nevermind. Das ist jetzt schon ein Safe Call einfach nur. Gut, okay, dann gehen wir mal hierfür und ziehen, bade Sachen raus, leider. Es wäre natürlich schön gewesen, hätte er hier nicht den Brain Freeze gehabt. Ich glaube tatsächlich, der Mage ist hier an dieser Stelle eine sehr, sehr gute Sache. Hittet hier relativ hart. Der macht halt 4 Damage. Das heißt, mein Facestalker würde einfach deaktiviert werden, was absolut uncool wäre. Deswegen ziehen wir uns an dieser Stelle nochmal einen Minion aus. Nee. Wir müssen fast gehen, Leute. Wir müssen fast gehen. Es nutzt hier nichts, wenn ich irgendeinen Minion rausziehe oder sonst was. Es ist gut, wenn er aktiviert wird, wenn ich meinen Hyena-Alpha hier jetzt rauskriege, der insgesamt 7-7 ist. Heißt also, mit diesem Deck dürft ihr keine Pause machen, ihr dürft nicht warten, ihr müsst halt einfach weiter Face gehen. Und ihr merkt auch schon, wie ich da jetzt gerade ein bisschen gestruggelt habe und ich kann das auch vollkommen nachvollziehen, wenn ihr das macht. Es liegt größtenteils an eurem eigenen Playstyle. Es kann sehr, sehr gut sein, dass euer Inneres euch da vielleicht ein bisschen widerspricht von wegen, hey, eigentlich möchte ich das ja gar nicht so machen. Okay, er möchte Karten nachziehen. Er hat also keine Follow-up-Cards. Wir bouncen ihm hier den Kollegen zurück auf die Hand. Ist natürlich nicht optimal. Er hätte vielleicht sogar ihn hier bouncen können. Das wäre für ihn ein bisschen smarter gewesen, so ganz prinzipiell. Das Dumme ist natürlich nur, jetzt haben wir wieder kein Secret mit am Start. Heißt also, dass hier unsere Hyäne erstmal keine Sachen macht. Wir ziehen uns hier mal einen Wulpeting raus, geben dem hier einen kleinen Buff, spielen ihn raus und haben damit zweimal einen 3-3er. Haben hier ein bisschen mehr jetzt tatsächlich noch, ein 4-3er, ein 3-3er, das ist auf jeden Fall ganz fein. Er könnte jetzt hier pingen, er könnte hier nochmal freezen. Wir müssen halt jetzt gucken, wie er das Ganze handhabt. Es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt hier nicht komplett zerstört werden. Also Bolt kann natürlich hier ridiculous denied werden. Er kann aber nicht mehr hier für den One-Drop gehen, geht aber für Doppel-Ray of Frost. Okay, das ist natürlich uncool, dass er ihn zweimal hier am Start hat. Wir müssen dann hier hitten an dieser Stelle. Und kriegen leider kein Follow-up. Keine Secrets, nichts. Das ist ein bisschen unzufriedenstellend. Gehen hier für Lass die Hunde los. Gehen für das Kätzchen hier an dieser Stelle. Traden hier, traden da. Gehen Full Face. Mussten wir hier leider an dieser Stelle machen, hatten keine Alternativen. Im nächsten Zug haben wir aber dann den Dragonsbane Play. Es wäre halt super stark gewesen, hätten wir einen Secret rausgekriegt. Okay, 2 Minions also. Mal gucken, wer hier direkt sterben soll. Es ist hundertprozentig der 4-4er, obwohl die haben beide Charge Gear, ja. Es ist aber safe der 4-4er, es macht überhaupt keinen anderen Sinn, der hier auch mit Rush auf dem Board liegt. Wie war das nochmal? Whenever he takes damage. Aber wir haben hier halt, wie gesagt, keinen wirklichen Play dagegen. Gehen hierfür, nutzen die Hero Ability. Face vielleicht auf den 4-4er, nee. Töten hier den 1-3er, das ist natürlich richtig uncool. Ich glaube tatsächlich, das ist so das Game, wo eigentlich genau darstellt, wie man hier mit diesem Deck verlieren kann oder verlieren wird auch größtenteils. Es ist nun mal so, dass in einer bestimmten Situation, wie jetzt zum Beispiel hier, dass der Gegner extrem viele Control-Tools einfach zur Verfügung hat, man meistens keine Chance mehr hat, irgendwas hier zu reißen. Wir gehen jetzt für das Secret, wir spielen jetzt hier die Scavenging raus und ich hätte auch den Initiate hier rausbringen können. Ich möchte noch nicht surrendern und alles mögliche, das lohnt sich tatsächlich hier noch nicht, weil wir ja noch Chancen hätten hier, wenn er jetzt den Spell spielt. Okay. Magic Trick könnte den 8-8er töten an dieser Stelle. Also meiner Meinung nach ein sehr, sehr schlechter Play. Er hätte direkt eigentlich für den Buff gehen sollen. Hier die Conjurers gehen sollen. Leider Pech gehabt. Da kommt das Secret noch raus. Es kommt noch ein Ray of Frost. Er hat keinen Conjurers mit am Start. Okay, das ist super interessant, Leute. Das ist super, super interessant, weil theoretisch können wir vielleicht jetzt nochmal was machen. Okay, er holt sich hier 6 Karten raus und hätte wahrscheinlich Face. Ich müsste an dieser Stelle... Für 0. Ach, come on. Komm, lass mir meine Minions leben. Okay, das ist gut. Das ist okay. Autsch. Eagle Hornbow. Das ist leider nichts, was ich hier an dieser Stelle sehen möchte. Hero Ability.
wir töten ihn hier. Wir töten ihn hier. Wir hitten ihr Face. Kann sein, dass er hier mein Board wiped. Er wiped tatsächlich mein Board. Oh mein Gott, das ist halt... Das ist halt sad. Ich hätte nicht gedacht, dass er hier die, den Flame Ward rauspickt. Aber klar, gegen so einen Agro-Deck ist es nicht schlecht. Jetzt mal gucken, ob er hier wirklich nochmal einen Conjurus rausgezogen hat. Spell Damage. Okay, er pinkt mich hier. Macht mir 10 Damage. Und Conjurus jetzt. Er hat wirklich Conjurus hier rausgepullt aus dem Mana Cycler. Das ist natürlich ein High Roll gewesen. Sehr, sehr viel Glück mit dabei. Aber nichtsdestotrotz hat er uns halt einfach zu hart kontrolliert. Er hat im Early Game zu viel Removal gehabt. Er hatte jetzt hier in diesem letzten Zug durch die Kombination von Mana Cyclern, dass er da die zwei One-Drops, die dann zu Zero-Drops geworden sind, durch Sorcerer's Apprentice rausziehen können, direkt Face pushen können und uns damit finishen. Meiner Meinung nach ist dieses Deck hier trotzdem, wie ihr gesehen habt, wir sind jetzt hier sehr, sehr gut, lass mich einfach mal gucken, hier 2-1 gegangen. Man muss dazu sagen, ich habe sehr, sehr lange kein Hearthstone mehr gespielt. Das ist relativ einfach von den Mechanics. Versucht schnell zu spielen, versucht stark zu spielen, versucht euren Gegner möglichst oft Face zu hitten, manchmal ein paar Trades zu machen, aber das ist dasselbe wie für die meisten Agro-Decks gilt. So, falls euch das Ganze gefallen hat, zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Das supportet mich kostenlos und ich kann euch weitere Videos hier erstellen. Wir öffnen jetzt noch ein wunderschönes Pack. Und wenn ihr dieses Deck hier selber spielen wollt, guckt mal auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Dort haue ich euch einfach mal den Deckcode rein. Den könnt ihr kopieren, bei euch in Hearthstone einfügen. Und wenn ihr alle Karten habt, steht euch dieses Deck hier zur Verfügung. Es ist relativ billig und meiner Meinung nach kann man das Ganze auf High Legend bringen. Haut rein, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.